Ja, also vielen Dank, dass alle hier sind. Vielen Dank, dass Sie hier an unseren Campus gekommen sind in Ismaning von der Hochschule für Angewandtes Management. Vielen Dank 4P Group, dass ihr uns diesen Vertrauensvorschuss gegeben habt, hier mit herzukommen. Und ja, das Thema heute oder mein Thema Digital Readiness, vielleicht zwei, drei Worte zu mir, damit Sie wissen, wer spricht hier, wer erzählt uns jetzt hier irgendetwas. Also mein Name ist Karl Peter Fischer, also nicht nur Peter Fischer, sondern Karl Peter Fischer. Den Karl muss ich mitnehmen, weil es gibt noch einen Professor Dr. Peter Fischer in München, mit dem werde ich ständig verwechselt und deswegen habe ich meinen Karl wieder ausgegraben. Und ist auch ganz komisch, weil jetzt viele immer sagen, hey Karl, und ich weiß gar nicht, dass die mich meinen, weil ich ja der Peter bin. Aber also das nur als kleine Vorgeschichte. Ja, wo komme ich her? Ich komme aus München, ich bin in München geboren. Also wenn jemand meinen Dialekt nicht versteht, Untertitel habe ich keine, dann einfach Finger heben und sagen, habe ich nicht verstanden. Ja, zu meiner Herkunft. Ich habe Psychologie studiert an der LMU. Da habe ich dann auch promoviert und habe mich von Anfang an mit dem Thema Markt- und Werbepsychologie beschäftigt und in den letzten Jahren eben sehr, sehr stark dann dem Thema Online-Marketing und Digital Media gewidmet. Und das sind so die Themen, die ich auch hier an der Hochschule abdecke: Marketing, Online-Marketing, Kommunikation, Online-Marketing speziell eben und natürlich die in der Wirtschaftspsychologie, die Markt- und Werbepsychologie. Ich hoffe, man merkt danach auch ein bisschen was davon. Ja, und ansonsten keine Angst, ich bin nur Halbzeitprofessor, so wie fast alle hier bei uns an der semi-virtuellen Hochschule. Also mein Geld verdiene ich als Agentur seit 22 Jahren, auch in diesen Bereichen. Also was ich theoretisch erzähle, dafür werde ich auch in der Praxis abgewatscht und umgekehrt, weil das ja manchmal alles vielleicht dann doch nicht so zusammenpasst. Aber unterm Strich kann man sagen, es befruchtet sich gegenseitig sehr gut. Und ja, bin eigentlich froh, dass ich das in dieser Form beide Welten bedienen kann und dass ich mir aus beiden Welten Dinge herausnehmen kann, die der Markt oder speziell die ich auch in meinem Business benötige. Ja, das Thema Digital Readiness heute hier jetzt, was wir vorhin in dem Vortrag vorher gehört haben, hochinteressant und ich versuche halt jetzt in den nächsten 50, 60 Minuten das Ganze vielleicht ein bisschen down to earth zu bringen, dass man sagt, naja, was heißt das jetzt aber eigentlich für uns als Unternehmen, was heißt das für uns als Firmen, wie müssen wir uns darauf einstellen? Klar, der Megatrend Digitalisierung, haben wir ja, steht hinter mir, verändert alle Lebensbereiche und die Frage, die auch hier in der Ausschreibung stand, da habe ich ja das rausgenommen, die paar Sätze, lassen sich die Herausforderungen von morgen mit dem Denken von heute lösen? Ich möchte die Punkte mal kurz zusammenfassen, also um welche Punkte wir jetzt gehen oder was sollten wir uns anschauen und was sollten wir auch über den Tag hinweg miteinander diskutieren. Also ein großer Treiber, das wissen wir ja alle, ist die Digitalisierung, wobei die Digitalisierung an sich jetzt nichts Neues ist. Sie kam halt jetzt nur ein bisschen schneller, aber die große Sprengkraft hat nicht die Digitalisierung, sondern eigentlich die daraus resultierende Vernetzung. Plus, was jetzt massiv dazukommt in den nächsten Jahren, das ist diese künstliche Intelligenz, also Artificial Intelligence. Und wenn man sich anschaut, was Google und was Facebook da in den nächsten Jahren auf den Tisch hinlegen werden oder jetzt auch schon hinlegen, dann sollte das auch so eine gewisse Richtschnur sein, wie so eine Kompassnadel zu sehen, wohin müssen wir uns dann ausrichten als Unternehmen, als diejenigen, die da draußen Geld verdienen wollen und was wird dann eben von den Großen in dieser Szenerie, in dieser digitalen Welt, in dieser Online-Marketing-Welt vorgegeben. Ja, wenn Sie die Sachen lesen, die Google selber über sich publiziert, Google sieht sich in den letzten Jahren selber nicht mehr als Suchmaschine, obwohl für ihre ganzen Moonshots, das Geld immer noch aus Google AdWords kommt. Aber Google sieht sich selber eben nicht mehr als Suchmaschine, sondern sagt, wir wollen in die Richtung Artificial Intelligence. Und die Suchmaschine nutzen wir nicht, um euch allen die besten Suchergebnisse zu geben. Natürlich wollen sie das und tun sie auch, sondern wir nutzen das natürlich auch zu einem großen Grad als großes Testfeld, das über die Suchmaschine praktisch die Artificial Intelligence, die wir da aufbauen wollen, gefüttert wird.
Und auf die Punkte werde ich später nochmal kurz eingehen, weil genau das Gleiche macht jetzt Facebook und auf dem gleichen Trichter wird in Zukunft auch Amazon fahren. Wir müssen aufpassen, gerade wer in unterschiedlichsten Branchen unterwegs ist. Es gilt eben so ein Spruch, the winner takes it all. Und diese Großen, ob das Apple ist, ob das Google ist, ob das Facebook oder eben Amazon ist, die bestimmen eben maßgeblich auch bestimmte Branchen. Und aufpassen muss man auf die, weil die eben nicht nur marketingtechnisch als direkte Konkurrenten zu sehen sind, sondern eben auch als indirekte Wettbewerber. Und beim indirekten Wettbewerber ist immer die große Gefahr, dass man die nicht auf dem Radar hat. Dass man immer die anschaut, die mit einem sowieso kämpfen, die man kennt, aber dass aus einer ganz anderen Branche, aus einer ganz anderen Richtung irgendjemand auf einmal das Schlachtfeld betritt, das digitale Spielfeld, damit rechnen die wenigsten. Und das ist eigentlich die große Gefahr, die dann diese Digitalisierung und diese Vernetzung mit sich bringt. Veränderung an sich, Change, das ist meines Erachtens, ja, das haben wir immer, das gab es schon immer, das ist auch nichts Weltbewegendes. Und dass man halt jetzt in den letzten zwei, drei Jahren darüber so viel spricht, das ist eben dem geschuldet, wahrscheinlich, dass es eben jetzt so blitzschnell geht und so blitzschnell vonstatten geht. Was sich wirklich verändert hat, das ist, glaube ich, aus psychologischer Sicht das Erleben und Verhalten der Menschen. Und der Menschen, das sind wir, alle, wie wir hier sind, alle, wie wir hier sitzen oder wie wir hier stehen. Wir sind eigentlich diejenigen, die diese Veränderungen auch vorwärts treiben. Und das fordert uns auf der anderen Seite, wo Sie alle jetzt eben als Geschäftsführer, als Abteilungsleiter, als Marketingleiter, als Vertriebsleiter, als Verantwortliche, eben mit diesen Herausforderungen, die auf uns zukommen im Marketing, im strategischen Marketing für die ganze Organisation, dass wir da eben die entsprechenden Antworten auf diese Fragen stellen. Ich glaube oder ich hoffe, ich kann Ihnen vermitteln in dem ganzen Vortrag, ich glaube, die digitale Welt, die ist zu stemmen, die Technik ist zu stemmen, das ist alles nicht schlimm, deswegen habe ich das vorhin so lapidar gesagt, Digitalisierung, das ist nichts Weltbewegendes, ist auch nichts besonders Neues. Ich glaube, das große Problem in den Unternehmen ist, dass wir müssen unsere Einstellungen ändern. Das heißt, wir müssen unsere Denk- und unsere Verhaltensmuster ändern. Und das ist viel zacher, das ist viel zäher, als irgendwie eine neue Technik einzuführen, eine neue Software einzuführen oder neue Prozesse einzuführen. Das Problem ist immer, aber das war es auch schon immer, ist immer dann die Implementierung von Strategien. Ja, wenn die Mitarbeiter nicht mitmachen, wenn es die Mitarbeiter nicht verstehen, dann können sie sich hinstellen und mit die Ohren wackeln und können sagen, das ist die neue Maschine, das ist der neue Robot und der macht das und das. Das ist klasse. Wenn da aber keiner mitmacht, dann haben sie das Geld einfach versenkt. Da gibt es zig Beispiele, Namen will ich jetzt keine nennen, die da viel, viel versenkt haben, weil die Implementierung einfach nicht geklappt hat. Aber wie gesagt, auch das ist nichts Neues. Das gab es eigentlich auch schon immer. Und die Frage geht ums Lösen. Ja, also was tun wir jetzt, um diese Herausforderungen für uns in den Griff zu bekommen? Und wenn man sich das so anschaut, wie gesagt, alle reden vom Wandel. Wandel, Wandel, Wandel. Und alle sagen, du musst lernen, damit umzugehen. Ja, lernen, lernen. Du musst mehr lernen. Lebenslanges Lernen. Jetzt lernen, lern heute. Hast gelernt? Du musst lernen, lernen. Ja. Aber ich glaube, ich sage euch, das Lernen alleine, glaube ich, das wird nicht reichen, sondern wir sind wirklich, und da bin ich wirklich davon überzeugt, wir befinden uns, das ist auch schön in deiner Ausschreibung drin gewesen, Hermann, ich glaube, dass der Zeitpunkt, wo jetzt alles zusammenkommt, wie wir nachher noch sehen werden, technologische Veränderungen, das Erleben und Verhalten der Menschen verändert sich, Megatrends, die auf einmal daherpurzeln, ich glaube, dass es wirklich eine Revolution momentan ist, vor der eben alle Angst haben. Und ich glaube, das Angstmoment ist viel größer, als diese Probleme technisch zu lösen. Und deswegen sollte man auch, wie in der Ausschreibung hier von der 4P-Group sehr schön drin gestanden ist, dass eben aus dieser Revolution eben, dass man das eben als Evolution sehen sollte. Und da fällt mir eben ein, ich weiß nicht, wer den Tom Peters kennt, ich habe alle Bücher von Tom Peters verschlungen, bin ein Tom Peters-Fan. Und der hat schon vor 15 Jahren, ja, so, das Problem ist ja, dass wir jetzt immer alles so tun, oh, jetzt kommt was ganz was Neues.
Das ist alles nicht neu. Ich werde es Ihnen nachher beweisen. Es ist nicht neu. Wir haben halt einfach gepennt. Ja, wir in den Firmen, nehme ich mich selber nicht aus, wir haben gepennt. Und was uns halt jetzt ansteht, ist, wir müssen uns neu erfinden. Und vor allem müssen wir uns neu erfinden. Wir müssen uns schnell neu erfinden. Wir müssen uns schneller neu erfinden. Das muss verdammt schnell, muss das sein. Ja? Und auch wie der Tom Peters damals erzählt hat, aber das ist schon 15 Jahre her, es wird nur noch zwei Typen von Managern geben. Auf der einen Seite die Schnellen und auf der anderen Seite die Toten. Und das glaube ich, davon bin ich überzeugt. Weil, wie gesagt, das große Problem ist, ich nehme ihn weg und weg. Ja, wenn Sie draußen hinschauen und wenn Sie mit den Leuten reden und mit den Firmen reden und mit den Unternehmen reden, und wenn Sie dann anschauen, was passiert, auf einmal ist es vorbei. Und dann stellen sich alle die Frage und sagen, ja, aber es lief doch alles so gut. Das hat doch alles passt. Das war doch so geil. Das war doch so gut. Hat doch alles funktioniert. Wir haben doch super verdient. Und jetzt soll alles aus sein. Das ist doch furchtbar. Wir waren doch mal Marktführer. Vorbei. Tschack, bumm, aus. Alle mochten uns doch so. Und da gibt es auch zig Beispiele, wo alle geglaubt haben, dass sie geliebt werden, wo sie einfach das verpennt haben, was schlichtweg verpennt. Und verpennen heißt, das kann man ja sagen, naja gut, sind ein paar große Firmen, sind halt hinten über die Wuppe gegangen. Aber man muss das ja von der anderen Seite sehen. Da sind Mitarbeiter drin, da sind Mitarbeiter, haben eine Familie, Mitarbeiter haben Kinder, Kinder gehen in die Schule, Kinder haben Freunde. Und ja, alle mochten uns. Und irgendwelche in der Führungsetage haben es verpennt. Dem kleinen Mitarbeiter da unten oder der Mitarbeiterin ist doch gar nicht eine Schuld zu geben. Vielleicht bis zum gewissen Punkt, komme ich nachher drauf auch noch zu sprechen. Aber ansonsten bei der Digitalisierung hat doch die Führungsriege das verpennt. Ja, diese ewigen Bewahrer, diese Mauerbauer, die da irgendwo in ihren Elfenbeintürmen sitzen und gesessen sind und gesagt haben, das brauchen wir alles gar nicht. Und ja doch, wir brauchen es eben schon. Und wenn Sie sich das eben anschauen, viele sind eben, ist eben vorbei. Es ist aus. Ja, das kommt nicht, das ist in vielen Fällen ist es eben schon. Ja? Ene, mene, meck und weg. Du hast das vorhin angesprochen, wir machen recht viel für den Handel. Ich kann auch diese Heulerei, ich kann mir das nicht mehr anhören, diese ständige Geheule oder diese Aktionen, die dann gefrustete Einzelhändler auch hier irgendwo im Umkreis von München dann veranstalten. Da hängen sie Plakate rein, sperren am Nachmittag zu und hängen ein Plakat in die Schaufenster abgesprochen, ungefähr Ella Badge, so sieht's aus, weil du bei Amazon kaufst. Ja, so wird es jetzt dauernd ausschauen. Es ist zu, es ist dicht. Der hätte sowieso dicht machen müssen, ja, weil er sich nichts einfallen lässt, weil er eben nicht digital ready ist. Und auf den Punkt will ich nachher eingehen, weil ich glaube, es liegt an uns, nicht einfach die Segel zu streichen und zu sagen, ja, das war's. Weil man hat sich immer weiterentwickeln müssen und man muss immer irgendwo die Herausforderung annehmen. Aber man kann sich nicht hinstellen und kann jetzt in solchen Situationen irgendjemand anders die Schuld geben oder einer Technologie die Schuld geben. Das ist doch fatal, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Und was heute stimmt, Veränderungen gab es immer, die gab es wirklich immer, seit es uns Menschen gibt. Aber was jetzt vielleicht zusammentrifft, das ist, was diese Sprengkraft ausmacht. Es ist auf der einen Seite sind es die Megatrends, die uns erwischen, die man eigentlich auch nicht groß beachtet hat. Und es sind diese neuen Technologien, die daraus resultieren. Und wir sind es, wir Konsumenten, wir Menschen mit unseren Bedürfnissen, weil wir bestimmte Dinge eben aufnehmen und sagen, was, das ist so einfach, geht das, das ist ja geil. Und dann geben wir es nicht mehr her. Und vorher sagen wir, wer braucht denn den Schmarrn? Also wer braucht jetzt das? Das braucht doch kein Mensch. Kein Mensch braucht das. Doch. Dann probiert man es, dann checkt man das aus und sagt, das ist doch gar nicht so schlecht. Das ist doch gar nicht so schlecht. Also ehrlich, das ist fertig. Das ist aber gut. So, ja. Ja, Megatrends. Das ist auch so ein Thema. Ich will es nur ganz kurz durchstreifen, weil ich es für einen ganz wichtigen Punkt halte, auch vielleicht hinterher. Wir wollen ja da, oder Hermann will ja so ein paar Übungen machen. Megatrends. Megatrends, das ist was, und das habe ich vorhin gemeint. Es ist ja nicht so, dass das alles auf einmal kommt. Also wenn man ein bisschen mitgedacht hätte, dann wüsste man ja, dass das alles auf uns zukommt. Nur jetzt rumst es halt, aber zumarschiert ist es ja schon ganz lange auf uns.
Also Megatrends, ich habe es mir rausgeschrieben, sind Veränderungsprozesse, die langfristig unser Wertesystem oder unsere Wertesysteme und unsere Lebenswelten und so wie wir leben, komplett verändern. Und das Mega bedeutet, dass sie nicht wie andere Trends eben sich nur auf eine bestimmte Region oder auf ein bestimmtes Land beziehen, sondern alles mit wegreißen, ohne Rücksicht auf Lokalität und auf Regionalität oder Nationalität oder Internationalität. Sie zerreißen, das ist ja dann der Spruch Disruption. Ja. Aber nochmal, was ich sagen wollte, Megatrends sind Lawinen in Zeitlupe. Lawinen in Zeitlupe. Das heißt, man hat das ja alles schon kommen sehen. Und alle Trends, ich habe die mal aufgeschrieben, so die wichtigsten. Quelle ist das Zukunftsinstitut, die das Thema Megatrends meines Erachtens am besten aufbearbeitet haben. Also wer da gerne was nachlesen will, einfach auf die Webseite von denen gehen, www.zukunftsinstitut.de, gibt es ganz tolle Ausführungen darüber. Aber all diese Punkte, ich habe jetzt 12 rausgegriffen, wir wussten, dass das kommt. Es ist einmal die Wissensgesellschaft. Gesellschaft, in welcher durch kognitive und emotionale Verarbeitungen von Informationen das erworbene Wissen als grundlegendes Kapital gilt und praktisch unsere ganzen Entwicklungsprozesse, die wir alle gemeinsam durchmachen, massivst beeinflussen. Das haben wir heute gehört bei unserem Vorredner. Die Wissensgesellschaft baut auf Bildung, wo alle Schichten Zugang haben sollen, auch in den hintersten Winkel hinein. Aber das wussten wir. Wir wussten, dass wir in eine Wissensgesellschaft hineinschlittern, die viel verändern wird. Und das haben wir nicht erst seit einem Jahr gewusst, seit 2 Jahren, seit 3 Jahren. Das ist seit 10, 12, 13 Jahren, seit es Demografie gibt, weiß man das. Konnektivität, auch so ein geiler Begriff. Ursprünglich verwendet man Konnektivität ja als Ausdruck für eine gewisse Vernetzungsfähigkeit von elektronischen Produkten. Und wie es immer so im Marketing ist, wir nehmen das eben, diese angelsächsischen Begriffe, nehmen wir eben auch her, Connexity, und bauen das eben jetzt in unsere sozialen Überlegungen und Theorien und Strukturen ein. Und was hier damit gemeint ist, man könnte es natürlich auch einfacher ausdrücken, das ist das Internet der Dinge. Ja? Das Internet der Dinge, wo wir alle gesagt haben, Internet der Dinge braucht kein Mensch. Was soll ich mit dem Kühlschrank reden? Was soll ich mit meiner Kühltruhe reden? Das ist so ein Schmarrn. Vielleicht ruft mir dann noch das, klicke ich auf einmal eine WhatsApp-Nachricht. Bip, bip. Sag ich, schau mal, warte mal, ich kann jetzt gerade nicht. Ui, eine Nachricht vom Schnitzel, das sagt mir, du, ich bin ganz unten links in der Kühltruhe, du müsstest mich langsam mal aufessen. Ja, übertrieben, natürlich braucht das kein Mensch, aber vorsichtig, braucht kein Mensch. Es gibt Systeme, ja, das ist Smart Home und Dinge, die man dann doch eben sagen, wenn wir sie genossen haben, du, ist gar nicht so schlecht. Ja, wenn bestimmte Sachen selber automatisiert bestellt werden, etc., etc. Also, Internet der Dinge, ich werde nachher auch ein paar Beispiele zeigen, ist gar nicht so dumm. Das Dumme sind eigentlich immer wir, weil wir sagen, den Schwan braucht es nicht. Nur haben wir keine Ideen, uns zu überlegen, was könnten denn aus diesem Trend, was könnten wir denn machen? Was kann ich denn in meinem Business aus dem Megatrend Internet der Dinge, was kann ich da Neues generieren? Was bedeutet denn das für mich? Also müsste ich mir mal die Mühe machen, und mich am Nachmittag hinsetzen und sagen, okay, Internet der Dinge, das habe ich jetzt verstanden, aber was heißt das? Was könnte das jetzt für mein Business bedeuten? Was könnte das heißen? Internet der Dinge. Und das sind ganz, verstehen Sie, das sind ganz einfache Überlegungen. Ich überlege mal gerade mit einem Team, noch nicht verraten, ja doch, können Sie verraten, weil ich den ganzen Käse ja sowieso stream, verrate ich es doch nicht. Doch, ich kann es ja sagen. Es gibt, wenn Sie in die Skiregionen reinschauen, ja, gibt es zig Skiverleihe. Skiverleihe bis zum Abwinken. Wieso gibt es keinen Online-Shop für die verleihten Skier? Also da arbeiten wir gerade dran. Das heißt, es gibt eine kostenlose App. Es gibt so ein Mini-Amazon für alle diejenigen, die Skier verleihen, weil die haben das Problem, wenn die Skisaison vorbei ist und die ihre Skier verliehen haben, und die Skier wieder zurückkommen, dann haben sie den ganzen Keller mit alten Skien voll. Sie müssen aber schon wieder die neuen Skier fürs nächste Jahr ordern. Und jetzt sind aber die Leute, die die Skier gekauft hätten, die sind ja leider nicht mehr da.
Weil die sind ja wieder in Düsseldorf, in Dortmund, aber die sind nicht im Zell am See. Also wo tut der seine Ski hin? Also haben die Kleineren alle Schwierigkeiten, ihre Ski wieder loszuwerden. Und da wird es sich ja anbieten, Internet der Dinge, über eine App, erstens mal über einen Barcode, die Verleihung der Skis praktisch anzubieten. Und im nächsten Schritt hätte ich ja dann über diese App Zugriff auf den, der das verliehen hat. Und über das Internet der Dinge könnte ich dann, weil ich die E-Mail-Nummer habe, könnte ich sagen, hey, du hast doch den Ski ausgeliehen und den Schuh und das und das. Das kommt jetzt bei uns im Programm raus. Der Ski kostet original 11,50 und das und das und das. 40%, wie sieht's aus? Und hier auf dieser App kannst du draufklicken, da siehst du noch, wo dein zukünftiger Ski überall gefahren ist. Und dann siehst du das, weil das können wir ja über GPS, können wir das ja dann nachprüfen. Also, und deswegen glaube ich, muss man sich einfach mal hinsetzen und muss sich überlegen, was heißt denn das jetzt für mich? Und ich verspreche Ihnen, dass all diese Megatrends, wenn man da ein bisschen rumspinnt, dass man immer auf bestimmte Ideen kommt und sagt, da könnte ich doch genauso. Und man schreckt sich immer ab und sagt, ja, aber ich kann nicht programmieren oder App kann ich gleich gar nicht programmieren und dann der wahren Wirtschaft, das ist mir alles zu komplex, nee, das lasse ich lieber. Nee, da gibt es 1000 Leute, die das machen können. Wichtig ist ja die Idee, was könnte ich jetzt eigentlich mit so einem Schmarrn, angeblichen Schmarrn, wo könnte ich da ein Geschäft draus machen? Also auch das Internet der Dinge, glaube ich, ist extrem und hoch interessant. Dann Neoökologie. Ja, nach dem Bioboom folgt nun der Megatrend Neoökologie. Das ist so eine Mischung aus Ökologie, Ökonomie und gesellschaftlichem Engagement. Ja, es geht also um effizientes, nachhaltiges Wirtschaften, was immer das alles heißt. Und betroffen sind dabei eben nicht nur die Finanzwirtschaften, sondern eben auch der Städtebau, wie wir gehört haben, die Infrastruktur, die Freizeitgestaltung, die Ernährung und. Also was könnte ich aus der Herausforderung Neoökologie, was könnte ich da zaubern, was könnte ich da machen? Globalisierung brauche ich da jetzt nicht drauf eingehen, das kennen Sie alle selber. Aber jetzt mit Trump haben wir ja gehört, dass das gar nicht mehr so wichtig ist. Brauchen wir nicht. Ja, das. Also lassen wir Globalisierung aus. Dann kommt die Individualisierung. Ja, Individualisierung. Wir sind eben, jeder sieht sich als Individuum, jeder will es spezieller haben, jeder will es auf sich gespeckt haben, es muss auf ihn passen, es muss ein Fit da sein und. Es ist auch super, technisch kann man extrem one-to-one individualisieren, da ist halt nur geschäftsmäßig die Frage, rechnet sich das one-to-one oder wo ist da die Grenze, dass ich als Unternehmen mit meinen Angeboten, dass es eben noch Sinn macht. Ja. Gut, und die anderen Punkte gehe ich schneller drüber, weil ich lieber die anderen Sachen diskutieren will. Gesundheit. Ja, also Gesundheit ist nicht mehr nur das Abwesenheit von Krankheit oder das Gegenteil von Krankheit, sondern ein Bewusstsein für die Balance unserer individuellen Lebensenergie. Und wir haben es auch vorhin schon gehört, die Medizin verwandelt sich da auch vom spezialisierten Reparaturbetrieb in einen gewaltigen Sektor mit einem immensen Angebot an Dienstleistungsprogrammen, die in Zukunft auf uns zukommen. Und das ist gar nicht so blöd gedacht, weil schauen Sie mal, wie viel von uns gehen denn zum Arzt und sitzen beim Arzt und sagen, jetzt sitzen wir da schon 3 Stunden rum. Wie viele Dinge könnte ja übers Internet passieren, wo ich gar nicht hin muss. Dass die mir das Heftpflaster nochmal runternimmt und sagt, Wunde verheilt, da könnte jemand einen Screenshot machen und sagt, schau drauf, ist es okay? Ja, ist okay, passt. So, 3 Minuten, ich bin dankbar, ich bin happy. Das ist natürlich was ganz was Einfaches. Aber zum Beispiel diese ganzen Diagnoseärzte, ja, ich habe auch Freunde, die Ärzte sind, aber Diagnoseärzte werden verschwinden. Die wird es bald nicht mehr geben, weil die Maschine das besser macht. Ich habe Freunde, die sind Patentanwälte. Die fühlen sich alle noch extrem sicher. Wenn Sie jetzt die Watson-Maschine anschauen, die rechnet in ein paar Minuten so viel aus, wie 350.000 Patentanwälte in einer Woche zusammengenommen. Da brauche ich für bestimmte Bereiche einfach keinen Patentanwalt mehr. Also das heißt, es wird Branchen erwischen, die jetzt noch gar nicht dran denken, dass es sie erwischt. Und deswegen sollten die sehr wohl daran denken und sagen, wo könnte ich mich denn digitalisieren? Also jeder von uns sollte sich überlegen, an welcher Stelle muss ich mich digitalisieren? Das heißt meines Erachtens nicht, und das glaube ich ist der Irrglaube, ich muss nicht jede Tätigkeit von mir oder eben mein Produkt dauernd digitalisieren. Es gibt Produkte, die kann ich nicht digitalisieren. Ich kann das drumherum vielleicht digitalisieren. Aber das Produkt oder die Dienstleistung an sich nicht.